Abnehmen-Tipps, die keiner braucht, ganz ehrlich, darauf könnt ihr verzichten. Wie jetzt? Definitionstraining? Was soll das denn sein? Ja. Was? 25 Wiederholungen, damit die Muskeln definiert sind? Wer hat dir den Quatsch denn erzählt? Also meine lieben Sportsfreunde, Klartext, mit mehr Wiederholungen definiert ihr nicht eure Muskeln, das müsst ihr einfach wissen. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr trainiert, geht es um den Energieverbrauch, es geht aber eben auch darum, dass ihr eure Muskeln benutzt und sozusagen ein starkes Signal an eure Muskeln sendet. Ihr müsst wachsen, ihr müsst euch erhalten und ihr dürft euch auf gar keinen Fall abbauen. Oder um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, jemand, der über 15 Wiederholungen macht, der macht sich entweder warm oder ich nenne das Ganze Cardio. Ich rate jedem, wenn er abnehmen möchte, schwer zu trainieren. Umso schwerer er trainiert, umso höher ist der Erfolg für die Muskeln, umso größer ist der Wachstumsreiz auf die Muskeln und umso größer ist der Muskelerhalt in der Diät. Sonst nimmt man in erster Linie Muskelmasse ab. Schlank in 7 Minuten. 100.000 haben es geschafft. Weiter geht's auf Seite 40. Ach du grüne Neune, soll das Kamasutra für Asexuelle sein? Was sind das für eine Hampelmann-Übungen? Ganz ehrlich, Leute, das ist ja jedes Jahr das Gleiche in diesen Frauenzeitungen. Die Frauen werden verarscht, indem man ihnen erzählt, sie müssen die, die und die Übung machen und dann nehmen sie in 7 Minuten ab oder werden in 7 Minuten schlank. Sowas ist einfach Volksverarschung. Sowas gehört aus meiner Sicht verboten, weil es einfach ethisch, moralisch absolut verwerflich ist, sowas zu schreiben. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. In 7 Minuten ist noch niemand schlank geworden. Das wäre in etwa genauso, als wenn ich sage, ich kann in 5 Minuten 1 Kilo abnehmen, gehe zur Toilette, komme danach wieder und bin Kilo leichter und feiere mich für den Erfolg. Warum dieses kleine fäkale Beispiel? Ganz einfach deshalb, weil die Zeitung wirklich scheiße ist, wenn sie sowas schreiben. Viel besser sind die Herrenzeitschriften hier auch nicht. Da gibt es natürlich auch Schlagzeilen wie Waschbrett jetzt oder zum Beispiel solche Übungen, die sich dann auch noch massig Muskelmacher nennen und dann wird hier am Ende rumgeturnt. Das ist nichts anderes als Turnen mit so einem komischen Ball und bringt für den Muskelaufbau genauso wenig, wie es möglich ist, jetzt ein Sixpack zu bekommen. Für einen Sixpack sind natürlich Bauchmuskeln wichtig. Diese Bauchmuskeln hat jeder Mensch, sogar dicke Leute haben Bauchmuskeln, man sieht sie nur nicht. Ihr könnt eure Bauchmuskeln trainieren, was allerdings nicht möglich ist, ist mit dem Bauchmuskeltraining lokal Fett zu verbrennen. Der Fettabbau findet nicht irgendwo speziell in den Regionen statt, wo man sich das wünscht, da könnt ihr es euch noch so sehr wünschen, sondern der Fettabbau findet da statt, wo euer Körper Fettdepots reduzieren möchte. Diese Entscheidung, die obliegt leider niemandem, da können die besten Übungen nicht helfen. Mutti, wie lange willst du das denn durchhalten? Einmal am Tag essen, das kann doch jetzt nicht wirklich dein Ernst sein. Ja, Sportsfreunde, ist tatsächlich so, es gibt leider viele Frauen so mittleren Alters, die glauben, wenn sie nur einmal am Tag essen, dann nehmen sie ab oder FDH frisst die Hälfte. Das funktioniert. Es funktioniert auch, es ist nur die Frage, wie lange kann man sowas durchhalten? Fakt ist natürlich, wer weniger isst, der nimmt ab. Allerdings geht es nicht darum, jeden Tag ein enorm großes Energiedefizit zu haben. Sonst kommt ihr vom Übergewicht ins Untergewicht, vom Übergewicht in eine Essstörung oder wo auch immer hin. Sowas ist aus meiner Sicht wirklich gefährlich. Es geht in erster Linie darum, jeden Tag konstant über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen, besser 8 Wochen oder noch besser 12 Wochen, konstant weniger zu essen. Jeden Tag ein kleines Energiedefizit ist viel besser als an wenigen Tagen ein riesengroßes Energiedefizit. Ich kann einfach nicht aufhören damit, diese seichte Unterhaltung, die finde ich wirklich belustigend. Kohlsuppendiät ist ja auch so ein Ding, so eine Sau, die jedes Jahr aufs Neue durchs Dorf gejagt wird. Ganz ehrlich, Leute, lasst euch bitte eine Sache auf der Zunge zergehen und zwar, es gibt keine Lebensmittel, mit denen ihr abnehmt. So eine Sachen wie Kohlsuppendiät sind nicht nur einseitig, sondern sie sind eben auch zum Scheitern verurteilt, weil man es nicht langfristig durchhält. Es geht natürlich darum, dass man bestimmte Sachen ersetzt, dass man bestimmte Dinge aus der Ernährung rausnimmt und dann wird man eben auch damit langfristig abnehmen, aber es gibt keine Lebensmittel, die jetzt dafür sorgen, dass wir dünn werden, auch wenn es gerne in Zeitschriften als das verkauft wird. Beobachtet mal Anfang Januar oder wenn die ersten warmen Tage kommen im Jahr, die Menschen, die sich neu im Fitnessstudio anmelden und sich dumm und dämlich strampeln auf dem Laufband, auf dem Fahrrad oder im Fitnessstudio stundenlang nur am Schwitzen sind. Die Menschen, die wollen abnehmen, aber sie machen nur eine Sache, sie verbrennen stupide Kalorien. Das, was ich euch jetzt sage, müsst ihr verstehen und nicht missverstehen. Natürlich ist es sinnvoll, Energie zu verbrennen, Kalorien zu verbrennen. Dazu kann man aufs Laufband gehen, dazu kann man auf so ein Spinningbike oder auf was auch immer gehen, aber es ist eben nur eine Sache, die mit dem Energieverbrauch zu tun hat. Was viel sinnvoller ist, ist noch einen weiteren Effekt zu nutzen, nämlich die Effekte des Krafttrainings. Den Muskelerhalt, also Muskeln betätigen, bedeutet den Muskeln ein Signal zu senden, dass sie sich nicht nur erhalten sollen, sondern dass sie idealerweise auch wachsen sollen und genau das ist ganz wichtig.
Der Ertrag aus einer Stunde Krafttraining ist ein größerer als der Ertrag aus einer Stunde Cardiotraining. Was macht euch mehr Spaß? Ich sag euch ganz klar, eine Stunde Krafttraining macht tausendmal mehr Spaß, als sich dumm und dämlich zu strampeln. Man kann nach dem Krafttraining natürlich noch eine kleine Cardio-Einheit hinterher machen, um einfach die leeren Energiespeicher noch weiter zu leeren, beziehungsweise auf diese leeren Energiespeicher einfach drauf zu trainieren. Macht natürlich auch Sinn, aber wie gesagt, was keinen Sinn macht, ins Fitnessstudio zu gehen und sich da einfach nur in Grund und Boden zu strampeln. Fakt ist, dass Cardiotraining Energie verbraucht, aber das war es dann auch schon. Was viel wichtiger ist, ist neben dem Energieverbrauch auch noch ein Signal an die Muskeln zu senden, dass sie sich doch bitte nicht nur erhalten sollen in der Diät, sondern möglichst auch noch wachsen. Durch das Wachstum der Muskeln wird vom Körper mehr Energie benötigt. Das bedeutet, Krafttraining ist beim Abnehmen das A und O und nicht Ausdauertraining. Kurze Frage an euch, was macht mehr Spaß, eine Stunde auf dem Laufband bei gleichbleibender Geschwindigkeit einfach nur strampeln oder eine Stunde Krafttraining machen mit tollen Sätzen, vielleicht noch dem einen oder anderen Smalltalk dazwischen und einfach dadurch ins Schwitzen kommen? Ich sag euch, der Energieverbrauch, der ist vergleichbar. Die Effekte vom Krafttraining, habe ich ja gerade erklärt, sind viel höhere. Deshalb, wer abnehmen möchte, wer Fett verbrennen möchte, wer einen tollen Bauch bekommen möchte, wer einfach eine schlanke Figur haben will, eher Krafttraining als Ausdauertraining. Nicht falsch verstehen, ich finde Ausdauertraining jetzt nicht so schlecht. Das ist einfach nur eine Sache, die man fürs Herz-Kreislauf-System machen kann oder eine Runde durch den Wald joggen, um sich von allem frei zu machen, um neue Ideen zu bekommen. Aber das ist dann auch der eigentliche Nutzen von Ausdauertraining. Mehr ist es nicht. Ja, meine lieben Sportfreunde, kommentiert mal, was ist der krasse Fitness-Scam, der krasseste Abnehmen-Scam, den ihr so kennt? Was wird jedes Jahr aufs Neue propagiert und was bringt so wirklich gar nichts? Kommentiert es einfach mal. Ich glaube, in diesem Video habe ich euch schon mal gezeigt, was auf jeden Fall so richtiger Bullshit ist. Deshalb bleibt sportlich, bleibt dran, seid fleißig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Simon.